This is the same and I am the Golo. Wir sind im Ledauer Studio für Coffee to Watch. Yeah. Alles um mich dreht sich. Merkst du nicht, wie schnell die Zeit vergeht? Der Zeiger steht nicht still. Das Uhrwerk läuft und läuft und die Zeit. Die Zeit, nein, sie bleibt nicht stehen. Alles bewegt sich, alles wird fremd. Dem, du bezeichnest dich auf deinem aktuellen Album selbst als Stimme des Volkes. Wie meinst du das genau? Naja, also Stimme des Volkes ist eigentlich so gemeint, dass ich eigentlich ganz normaler Lehrer gemacht habe, eigentlich auch die Probleme vom ganz normalen allgemeinen Volk ansprechen will. Also nicht die Oberklasse irgendwas, sondern einfach das alltägliche Leben beschreiben will teilweise. Somit ja eine Stimme für das Volk. Frage an beide, warum geht es in die Lieder, die ihr gemeinsam macht, hauptsächlich um Party machen oder großteils? Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht. Ja, wie gesagt, wie er schon angesprochen hat, wir sind sehr fröhliche Menschen und das wollen wir halt in unseren Songs wiedergeben. Und es ist besser, ein bisschen Party, ein bisschen Stimmung ins Leben zu bringen, ein bisschen Farbe, als die ganze Zeit diese tristen Sachen. Golo, wie kam es zur Zusammenarbeit mit BeTight? Es ist so gewesen, dass ich auf Facebook nach einem BeTight gesucht habe, weil ich den immer schon super gefunden habe. Habe ihn dann auch gefunden, habe ihn einfach angeschrieben und er hat mir sehr freundlich zurückgeschrieben, sind wir ins Gespräch gekommen, dann hat er mich nach Deutschland eingeladen. Ich habe ihm ein paar Songs von mir gezeigt und so ist das dann entstanden. Und seitdem passt es perfekt zwischen uns beiden. Super Sache. Was bei euren Songs verstärkt auffällt, ist, dass ihr nie andere Rapper disst oder bitet. Aber hat es einen bestimmten Hintergrund? Naja, ich glaube, es ist so, dass sie bis jetzt noch keiner traut hat, dass er uns disst. Und wir eigentlich jetzt auch nicht irgendwie Erfolg haben wollen, weil wir jetzt durch irgendeinen Diss aufgekommen, sondern wir wollen unsere Musik machen, wir machen unser Ding. Und Kunst ist eben so ein weitgradiger Begriff. Und es ist halt so, dass jeder Kunst auf seine Art und Weise ausdrücken möchte. Und ich würde nie wen beleidigen, der seine Kunst halt so lebt, wie er sie lebt. Also so einer bin ich nicht. Und der Dicke die auch nicht, oder? Dame, was inspiriert dich zu deinen Songs? Ist es ein bestimmtes Ereignis oder schreibst du eher spontan? Also es ist so, dass ich meistens über Sachen schreibe, die mich selber inspirieren. Oder Sachen, die passieren, Schicksalsschläge, alles Mögliche. Und ja, manchmal kommen auch spontane Ideen, man geht herum und auf einmal denkt man sich, hey, das ist es. Zum Beispiel Payflow habe ich geschrieben, eigentlich in meiner Arbeit, in einer Kaffeepause habe ich angefangen, weil ich eben im Radio den Song gehört habe, Somewhere Over the Rainbow. Und dann denkt, hey, das ist es mit Pevel. Und dann habe ich den Song geschrieben. Golo, kannst du uns schon nähere Infos zu deinem kommenden Album Shooting Star geben? Also es ist so, dass ich eben vorgehabt hätte, es Ende März, Anfang April rauszubringen. Habe mal nette Features oben vertreten. Es wird so ungefähr 14 Titeln haben. Und ein paar Skits werden auch dabei sein. Und so nimmt das Leben seinen Lauf. Und ich frag mich, was wohl gewesen wäre. Wo würdest du stehen? Ja, vielleicht wäre alles anders gekommen. Und manchmal fragst du dich auch. Und vielleicht gäbe es dann noch keine Tränen mehr. Wo würdest du stehen? Ja, vielleicht wäre... Dame, wie bist du auf die Idee gekommen, über Games zu rappen? Beispiel eben die Call of Duty Songs oder 12 Millionen? Gute Frage. Also ich spiele selber WoW und habe mir halt irgendwann gedacht, also es ist oft so, dass es ein paar Sachen gibt, wo ich mir dann denke, das hat mich so inspiriert, das hat mir so taugt, da mache ich einen Song drüber. Und das erste, was ich eben geschrieben habe, war der WoW-Song, weil ich eben selber wirklich teilweise 6 Stunden durchgehend vom Computer gesessen bin und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt schreibe ich einen Song drüber. Aber naja, was soll man sagen, ich habe ihn aufgenommen, er hat mir eigentlich ziemlich taugt, aber eigentlich wollte ich ihn gar nicht rausbringen. Und irgendwann hat es dann geheißen, lad man halt hoch und so, und dann ist das halt wirklich durch die Decken gegangen, was wir uns eigentlich nicht wirklich gedacht haben. Es war ziemlich überraschend, weil dass das wirklich so gefeiert wird oder so viele Zocker gibt, die unbedingt da einen Song sich gerne anhören, freut uns natürlich. Aber wie gesagt, geplant war es eigentlich nicht. Hast du vor, dass du bei deinem eigenen Label bleibst oder wirst du eben, wie du es auf deinem Album gesagt hast, nicht so große Plattenlabels wechseln, damit du immer nur sagen kannst, was du denkst? Naja, es ist so, also ich will natürlich bei meinem eigenen Label bleiben, also deswegen habe ich es ja aufgemacht. Also ich denke, ich sign mir einfach mal gemütlich selber und schaue, dass ich irgendwie mit meinen Jungs alles am Start kriege, was wir brauchen. Es ist halt so, wenn man wirklich zum größeren Label geht, ist es halt meistens so, dass eben einfach der künstlerische Teil meistens verschwindet. Also die sagen halt, mach nur mal das, in meinem Fall vielleicht, mach nur mal Spielesongs, weil die haben mehr Erfolg. Es ist halt immer so, dass man denkt, ich will schreiben können, was ich will, das ist meine Kunst. Ich brauche nicht unbedingt viel verkaufen, ich
bin beruflich auch noch tätig in meinem richtigen Beruf. Also es ist nicht so, dass ich jetzt nur Musik mache. Golo, was war das erste Album, das du da selber gekauft hast? Das war das Dr. Dre 2001, glaube ich. Ja, ein cooles Ding gewesen. Und du? Also das ist echt eine gute Frage, was mein erstes Album war. Ich glaube, es war von System of a Down, Steal das Album. Das war, glaube ich, mein erstes Album, was ich mir wirklich gekauft habe. Habt ihr beide schon in der Schulzeit gerappt oder ist das erst mal weiter kennen? Also das Interesse war schon immer sehr groß bei mir zu deutschem Hip-Hop. Und ich habe natürlich früh in der Schule schon mich ein bisschen herangetastet, aber jetzt dann eigentlich vor 2 Jahren wirklich zum Rappen begonnen. Habe dann eben dadurch den Dame kennengelernt und somit haben wir unser Ding gemeinsam bis jetzt durchgezogen. Also bei mir ist so, ich habe eigentlich immer schon Texte geschrieben. Ich habe nie vorgehabt, dass ich unbedingt Rapper werde oder so. Ich habe damals schon einfach geschrieben. Das hat mir auch teilweise geholfen, einfach bevor ich rausgehe und nur Scheiß gebaut habe, habe ich mir halt gedacht, irgendwann habe ich zum Schreiben angefangen. Ich mache das jetzt sicher schon 7 bis 8 Jahre und halt jetzt die letzten 2-3 Jahre eher intensiver. Genau, intensiver. Ja, cool, dann möchte ich mich bei euch fürs Interview bedanken, es hat Spaß gemacht. Ich weiß nicht, diese Gedanken plagen mich, doch ich höre einfach auf mein Herz, weil es täglich zu mir spricht, auch wenn dieser Schmerz so sticht. Ich gebe niemals auf, so ist der Kreislauf, was wäre, wenn, ach scheiß doch drauf. Und manchmal fragst du dich auch, und vielleicht gäbe es dann noch keine Tränen mehr. Wo würdest du stehen? Ja, vielleicht wäre alles anders gekommen.